Elvis, gestorben am vergangenen Samstag vor 20 Jahren in seiner Heimatstadt Memphis, Tennessee, übersteigt die Bewunderung für andere Popgrößen bei weitem. Was sich am Samstag, seinem Todestag, dort abspielte, glich tatsächlich einer religiösen Prozession. Bis zu 100.000 Fans versanken in einer Art Elvis-Trance zwischen tiefer Trauer und pathetischer Pose. Can't help falling in love with you. Fever. Elvis is the king. Fever. In the morning, fever all through the night. 20 Jahre nach seinem Tod grassiert das Elvis-Fieber wie nie zuvor. In Memphis, Tennessee drängten sich am Wochenende zeitweise bis zu 100.000 Menschen auf einer Quadratmeile zusammen. Der Ort, Graceland, Elvis' letzte Villa, die er bis zu seinem Tod am 16. August 77 bewohnte. Bus um Bus entlädt sich im Park des Anwesens. Eine Dreiviertelmillion Menschen kommen pro Jahr, Tendenz steigend. $65 zahlen die Besucher, um einen Blick ins Haus, auf den vergleichsweise bescheidenen Pool und auf das Grab von Elvis Presley werfen zu dürfen. Graceland ist nach dem Weißen Haus das meistbesuchte Haus in Amerika. Für viele kostet der Kurztrip so viel wie ein ganzer Jahresurlaub, bei einer Anreise aus Indien etwa oder aus Deutschland. Aber die Entbehrungen gehen noch weiter. Ursula aus Villingen im Schwarzwald blieb bis heute unverheiratet. Der Grund ist dieser Mann. Tja, das ist wegen Elvis. Das funktioniert nicht. Nein? Nee. Wegen Elvis? Ja. Also ich hatte schon welche, also zwei, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das funktioniert nicht, weil er einfach ein Teil schon von mir ist. Das Was müsste also denn ein muss schon ein ganz, ganz besonderer Mann kommen, also wo der Elvis ein kleines bisschen aus meinem Herz rücken kann. Also. Aber der Mann müsste sehr viel Verständnis aufbringen. Ja, sehr viel. Also ein Mann, der Elvis nicht akzeptiert, also der hat keine Chance bei mir. Hier endlich also dürfen jung gebliebene Mädchen ihre Leidenschaft frei ausleben. Elvis, wir werden dich immer lieben. Keine leeren Worte für Sandy, 55. He's in here. Er ist hier drin in meinem Herzen und dort wird er immer sein. Was vor allen Dingen schön ist, wenn man so viele Gleichgesinnte um sich herum hat. Das finde ich toll. Da kommt man sich nicht mehr so verrückt vor? Ja, ganz genau. Ganz genau. Wenn man in Deutschland mit dem Elvis-Button rumläuft, ist hier nicht. Hier ist das ganz normal. Jede Menge Elvis auf einen Haufen. Willkommen in Elvis Wonderland. Wie Sie gesehen haben, gibt es eigentlich jeden Artikel des täglichen Lebens auch in einer Elvis-Ausführung. Jeder kann also sein Stück Elvis mit nach Hause nehmen für ein paar Dollar oder ein paar Dollar mehr. Und es gibt auch echte Spezialanfertigungen. Für Durchblicker. Wer etwa keins der begehrten Bustickets für den Besuch von Graceland ergattern konnte, geht einfach an Ort und Stelle auf 3D-Tour. Die Dollars sitzen locker bei den Fans und nicht nur im Rausch des eigenen Konsums. Ganz Elvis, der zeitlebens alles verschenkte, was er besaß, ist man bereit zu teilen. Als die Nachrichten brachten, dass eine Frau in Memphis überfallen und ausgeraubt wurde, entschloss man sich spontan zu helfen. Man stellte einfach einen Pappkarton an die Showbühne und der Opferstock füllte sich rasch. Er hatte so viel mehr Herz als irgendein anderer dieser Rockstars und er gab nicht nur so viel von sich, er gab auch sein Geld. Es ist keine Legende. Elvis Presley, der schon mit 21 zu Ruhm und Geld kam, vergaß seine alten Freunde nicht. Wie George Klein, seinen Kumpel von der Highschool. Ich war zu seiner Hochzeit eingeladen und er war mein Trauzeuge 1971 in Las Vegas. Das hier ist ein Hochzeitsfoto, das uns beide zeigt. Elvis hat die gesamte Hochzeit bezahlt und wir haben es uns wirklich gut gehen lassen.
Ein großer Moment, vielleicht sogar der Höhepunkt im Aufenthalt von Thorsten Feld aus Gronau im Münsterländischen hier in Memphis, Tennessee. Thorsten verwandelt sich nämlich gerade in den King persönlich. Er hat ein komplettes Originalkostüm mitgebracht. Auch in Gronau tritt er als Elvis-Imitator auf. Thorsten hat gerade erfahren, dass es hier in Memphis ein freies Singen gibt, wo ihn jeder, ob er eine Lizenz hat oder nicht, die man hier als Elvis-Double übrigens braucht, als Elvis auftreten darf, unabhängig vom Bekanntheitsgrad oder dem Grad der Professionalität. Never know how much I love you. Never knew how much I care. Beim Meister persönlich lässt sich Thorsten einen Original-Elvis-Gürtel anpassen. Auch das ein Stück lebendiger Geschichte in Graceland. Mike McGregor war Elvis Presleys Gürtelmacher. Was hatte Elvis für einen Hüftumfang? Er hatte eine 32er-Taille. Eigentlich sehr gut. War er nicht eine großartige Plattform für Ihre Arbeit? Klar. Kennen Sie eine bessere? Noch heute profitiert McGregor von seiner Arbeit am Star. Für den einfachsten Gürtel gehen $150 über den Ladentisch. Thorsten aus Gronau ist sichtlich motiviert. Noch ein Shake Hands unter Kollegen und dann wird's ernst. Es an der Geburtsstätte von Elvis Presley zu schaffen, wenn auch nur für ein paar Minuten beim Amateursingen. Das Größte für einen wie ihn. Die Stimme ist Thorstens eigene und sie hält Stand, auch vor den kritischen Ohren der Elvis-Fangemeinde. Das Schönste war halt in einer Entfernung von 300 Meter von Elvis sein Grab oder auch sein Haus zu singen. Und vielleicht hat er es ja gehört, wer weiß. Große Show und Showdown der großen Gefühle. 20 Stunden schon steht Bill Rowe an dieser Stelle. Im 10. Jahr nacheinander ist er der Erste in einer langen Reihe. Der Erste unter 30.000, die in der Nacht zu Samstag, Elvis Presleys Todestag also, still an sein Grab herangehen. Eine Prozession des Glaubens an einen Menschen. Als es dann soweit ist, überwältigt es den 47-jährigen Papierarbeiter aus Dayton, Ohio. Und er hat es vorher gewusst. Jedes Mal, wenn ich auf das Grab zugehe, habe ich das Gefühl, dass das Licht immer größer wird. Und die Gewissheit, dass Elvis tot ist, trifft mich wie ein Schlag und wühlt mich total auf. Hast du hier schon geweint? Ja. Also ich glaube, ich habe nirgendwo auf der Welt so viel geweint wie hier am Grab von Elvis. Aber er ist nicht gestorben? Für mich nicht, nee. In meinem Herz ist er immer.